Sarrazin hat ein interessantes Menschenbild. Er unterscheidet zwischen nützlichen und unnützen Mitgliedern der Gesellschaft. Nur mal zur Erinnerung, Sarrazin ist seit 1975 fast ununterbrochen im Staatsdienst. Er war Banker, Politiker und bei der Deutschen Bahn. Bin ich der Einzige, dem das auffällt? Er unterscheidet zwischen nützlichen und unnützen Mitgliedern der Gesellschaft. Endlich sagt's mal einer, kräht die Mehrheit der Deutschen. In dem Buch steht doch nur Mist, Gen, Vererbungslehre. Mein Vater war 1,90 Meter groß und hatte langes blondes Haar. Dann erklär mir doch mal einer diese Scheiße hier. Mann!